Guten Abend miteinander, Bui Hans-Peter. Heutiges Thema, Backside to Normal, 180 Melon Grab, 760 Frontside, 140 Mute, 65 Indie Grab, Backside out 55 Cape, 88 Nose Kick. Kurz zusammengefasst, das ist, wenn ein Snowboarder beim Nitzifahren, ja, Obsifahrt, über ein Kämpfchen kumpelt und sich dabei mit der einen Hang ans Füdeln jagt und mit der anderen Hang Böcke aus der Nase grüßt. Und das nicht nur rings voran, sondern noch quer am Weg und sich gleichzeitig in Luft wie ein Hund, der sich die eigenen Schwanz beißen will. Klingt auf Englisch einfach besser, oder? In den Snowboard-Spajaja haben sie da viel mehr Wörter, um etwas zu beschreiben, wie die Eskimo, die da 20 Wörter für Schnee haben und wir nur eins, Kunstschnee. Diese Spajajajach-Vielfalt aus dem Snowboardischen ist für uns im Moment eminent wichtig. Ja, auf dem Gebiet der Diplomatie, wo man da jetzt auf Bioüssen lachen muss, gehen ein Futter abladen. Oder da können unsere Leute nicht daherkommen und sagen, heute ist so geheimen, wollt uns nur ausbeindeln. Nein, das heisst, die Bound-Out-Option passt uns nicht. Wir hätten lieber ja Backcountry-Slopestyle für Ding Possibility. Das sind so Journalisten dahinter, oder? Wenn da so ein hässiger EU-Kommissar etwas in der Kamera einmögt, von Cap-Trip, Blunderflip, Fakey-Style, dann muss der Tagesschau-Modell ja da noch fragen, oder? Meinen Sie gegen ja, oder gestylt? Und an sich, dass sie vom Transitverkehrsabkommen oder Bär hat wollen sagen, wir können bei diesem Scheiss Gotthard im Fall der links und rechts rumfahren, der Halbschuh. Sauber Softboot. Fertig.